Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword im Heldenmodus. Im letzten Part haben wir die Tricks und Finessen des letzten Dungeons, nämlich des Turm des Himmels, kennengelernt, denn es handelt sich dabei um ein einziges großes Puzzle im Prinzip und wir können uns die Räume so anordnen, wie wir sie gerne haben wollen. Momentan haben wir schon diese drei Räume hier erkundet und den Anfangsraum natürlich auch. Hier waren wir schon drin, den haben wir aber noch nicht wirklich erkundet und diese drei Räume fehlen noch. Und wir sollen hier eben die drei Fragmente des Triforce finden. Eines, nämlich das der Kraft, haben wir schon gefunden und die anderen beiden fehlen noch und die wollen wir uns hoffentlich in diesem Part dann auch holen. Ihr könnt übrigens auch sehen, dass sich auch ein bisschen was ansonsten an dem Spiel geändert hat, denn ich habe momentan die volle Herzensanzahl und auch ein bisschen mehr Rubine als noch im letzten Part. Das liegt daran, dass ich nach dem letzten Part und vor diesem Part hier aus dem Dungeon wieder rausgegangen bin und ein paar der Offscreen-Sachen noch gemacht habe, nämlich die ganze Ausrüstung und so weiter nachholen. Ich habe jetzt auch eben auch eine andere Ausrüstung hier dabei. Ich habe nämlich den Hylia-Schild immer noch. Dann habe ich beide Lebenskraft-Medaillen und ich habe auch einige neue Tränke dabei. Hier ist noch eine Fee. Und dann sind hier noch die besten Tränke, die es gibt, nämlich der Ausdauertrank V, der Rüstungstrank V, der Herz Trank SV und der Wundertrank SV, die werde ich euch dann noch in den nächsten Parts mal irgendwann zeigen. Den Lufttrank habe ich nicht dabei, weil den haben wir ja schon gesehen und der hat auch keine Wirkung mehr, weil es gibt, glaube ich, keine Wassergebiete mehr, wenn ich alles täuscht. Aber ansonsten habe ich eben jetzt ein bisschen was offscreen gemacht, nur dass ihr euch da nicht wundert, warum ich eben eine andere Herzens- und Rubineanzahl habe. Das werde ich euch dann zeigen, wenn wir wieder aus dem Dungeon draußen sind. Ich wollte es auch mit Absicht mitten innerhalb des Dungeons machen, weil mich hat mal interessiert, was passiert, wenn ich eigentlich hier aus dem Dungeon rausgehe. Das ist nämlich sehr interessant, wenn ich aus diesem Dungeon hier rausgehe, wenn ich schon ein bisschen was gemacht habe, ich gehe dann später wieder rein, dann ist es so, dass sich die Anordnung der Räume wieder auf den Standard zurückgesetzt hat. Also es ist nicht so, dass sich das Spiel quasi die Raumanordnung, die man zuletzt hatte, gemerkt hat, sondern es wird wieder die standardmäßige genommen, wo eben wieder dieser Raum hier unten in der Mitte ist und wo der Waldraum dann hier rechts unten ist. Also es wird dann alles wieder standardmäßig gemacht. Man muss dann sich erstmal wieder den Weg zurückarbeiten, was ich auch sehr interessant finde. Gut. Jetzt zum nächsten Raum, das ist natürlich der sechste Dungeon, wo wir uns jetzt gerade befinden, ein Miniraum davon. Und erstmal können wir sehen, hier ist ein Gitter, ich glaube, das wird dann später eine Abkürzung werden, genau, weil da ist auch schon wieder ein Puzzle-Verschiebedingsi. Aber ich will, glaube ich, jetzt erstmal hier, weil hier komme ich auch nicht weiter, ich will erstmal auf jeden Fall hier schnell durch. Und da jetzt, okay, ist wieder ein kleines Labyrinth hier. Was ist links? Das sieht richtig aus. Genau, das ist jetzt cool. Hier geht es nämlich nicht weiter, weil hier eine Felswand im Weg ist. Ich muss nämlich zuerst in diesen Raum hier rein, der eigentlich eine Sackgasse ist, aber ich glaube, kommen hier nicht auch Gegner? Ich glaube schon, oder? Nee, doch nicht, okay, umso besser. Ich muss eben hier in diese Sackgasse rein, hier sind noch Donnerblumen, um mir hier den Weg frei zu kegeln. Nein, ich wollte, Link, was, geh weg hier. Oh mein Gott, Link, was sollte das wieder? Ich habe keine Ahnung, explodier mal bitte Bombe. So, gut. Bitte nicht jetzt reinkrabbeln wieder links, sondern einfach nur ein bisschen Bowling spielen. Und zack. Okay, sehr schön. Wir gucken kurz zu, sofern wir es sehen können. Und kabam! Und wir dürfen damit hindurch auf die andere Seite. Und das ist auch der Ort, wo wir eigentlich hinwollen, weil da ist jetzt, glaube ich, eine Grabstelle gleich für den Mogma oder sowas. Oh Gott. Erstmal ist hier ein riesengroßer Typ, den können wir sehr einfach killen. Hier so einfach ein bisschen draufschlitzen. Dann stirbt er schon, genau. Ich glaube, hier können wir uns eingraben. Richtig. Und dann dürfen wir letztlich auf die andere Seite von diesem einen Gitter kommen und dann eben, genau, das aktivieren. Können wir auch hier schon sehen. Oder, ja genau, ich kann es einfach von hier unten aus auch aktivieren, den Schalter. Das geht natürlich auch. Sehr schön. Und damit komme ich dann hier durch. Ich komme sogar von hier aus noch gar nicht hier weiter, weil der Felsen ist im Weg, den kann ich auch nicht kaputt machen, sondern nur mit der Bombe, die da links ist. Deswegen, ich muss hier erstmal wieder raus. Aber ich glaube, wenn ich dann auf der anderen Seite bin, muss ich mich nochmal irgendwie in die Erde graben und dann von da aus nochmal den Schalter wieder zurückstellen auf die blaue Position oder auf die rote Position, dass ich dann da eben da dann später weiterkommen kann, glaube ich zumindest. Also ich finde auch hier, der Raum vom sechsten Dungeon, der ist auch verdammt cool, weil der hat auch richtig coole Rätsel und richtig coole Ideen noch, was wir noch alles sehen werden. Das wird auch noch ziemlich cool werden auf jeden Fall. So. Hallo du, ich möchte gegen dich wieder meine Schildattacke verwenden. So, greif an. Ne, das ist die falsche Attacke, die will ich nicht. Nicht deinen Flammen, oder nicht wirklich Flammen, auf deinen Fluchwurf, wenn man das so nennen kann. Mach lieber deine Schwanzattacke. Los. Bam. Wirbelattacke und Fangstoß. Ja, wie gesagt, die Gegner, wenn man weiß, wie es geht, sind mega ultra einfach. Und wir kriegen wieder einen Eidechsenschwanz. Yay. Also Ausrüstung habe ich jetzt übrigens auch andere, eben weil ich da einiges gefarmt habe an Ausrüstung, um eben mir die ganzen verschiedenen Sachen, also die ganzen tollen Köcher und Bombentaschen und so weiter machen zu können. Werde ich euch dann eben, wie gesagt, zeigen, wenn wir aus dem Dungeon hier draußen sind. Gut. Ich will erstmal, glaube ich, dich hier aktivieren. Das ist, glaube ich, keine verkehrte Idee. Ich weiß nämlich genau, ich weiß schon, was da dahinter ist. Ein Schalter nämlich, richtig. Wir können den einfach mal kurz aktivieren und mal gucken, was passiert. Ich weiß schon, was passieren wird. Nämlich, naja, gar nichts. Auch sehr interessant, oder? Warum passiert ja gar nichts, ist die Frage. Wir werden es noch herausfinden. Und da unten können wir sehen, das ist auch ganz cool. Da unten ist auch wieder so eine Statue. Und das ist jetzt ein bisschen tricky, da hinzukommen. Ich glaube nämlich, oder gibt es hier irgendwo Bomben, die irgendwie frei rumstehen, die der Käfer mitnehmen könnte? Ich glaube nicht. Also man soll es auf jeden Fall anders machen. Man soll nämlich hier ein bisschen wieder Bowling spielen.
und hoffen und beten, dass die Bombe genau so reinrollt. Ja, nicht ganz, dass sie da drin landet, muss ich jetzt ein bisschen, ich mach mal ein bisschen weiter rechts jetzt als gerade eben. Ein bisschen mehr so, und wenn es nicht klappt, versuche ich gleich mal ein bisschen weiter links. Ich glaube, der ist aber besser. Der ist besser, perfekt, okay. Und bam. Und da unten ist wieder ein Kristallschalter. Aktivieren wir den doch auch mal. Vielleicht passiert da was. Vielleicht gibt es ja hier drei Schalter oder so. Man muss die einfach alle aktivieren und dann passiert was. Können wir mal kurz testen, ob dem wirklich so ist. So, zack. Und immer noch nichts. Also es scheint noch einen weiteren zu geben. Ich glaube, ich muss jetzt... Weil man muss ich nicht ich sogar auch da nach unten... Ich glaube, ich muss da jetzt sogar nach unten rennen auch, ne? Ich glaube schon. Oh Gott, das war jetzt sehr knapp. Denn wir haben gesehen, dass hier auch Ranken sind, wo ich nach oben komme, genau. Und hier geht es dann eben gleich weiter. Also, wie gesagt, hier den Raum vom 6. Dungeon finde ich sehr cool, weil hier gibt es echt coole Rätsel, finde ich nochmal. Und das ist alles echt sehr schön gemacht, muss ich sagen. So, okay, ja, doch, stimmt, genau, hier ist doch eine freiliegende Bombe, die ich dann benutzen kann, genau hierfür nämlich. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ziemlich die einzige Stelle, wo man eigentlich den Himmelstrahl, glaube ich, fast benutzen muss. Also, ja, gut, man muss den öfter benutzen, ja. Aber ansonsten muss man den immer nur so storybedingt benutzen, um irgendwelche Artefakte zu aktivieren oder sowas. Aber hier muss man den wirklich mal benutzen, um Bäume wegzuschneiden, die zu weit weg sind. Also, ich weiß nicht, ob das auch anders geht. Obwohl, doch, ich glaube, es geht auch anders. Ich glaube, ich kann auch eine Bombe einfach da hinwerfen. Ist es weit genug? Nee, nicht ganz. Ja, dann habe ich doch keine Ahnung, wie das anders gehen würde. Aber ich glaube, es gibt irgendeine andere Möglichkeit, wie ich die Bäume da auch wegkriegen kann ohne Himmelstrahl. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, so geht es aber auf jeden Fall auch. Und auch am besten im Prinzip mit dem Himmelstrahl. So, die Bombe schnappen. Aufpassen. Okay, sehr gut. Und da in die letzte Statue reinwerfen. So, und zack. Sehr schön. Und ihr dürft dreimal raten, was da kommt. Genau, ein Kristallschalter. So, den aktivieren wir auch gleich mal. Ja, machen wir auch gleich. Und gucken mal, nachdem wir jetzt alle aktiviert haben, was passieren wird. Ich bin gespannt. Es passiert gar nichts. Und sie sind wieder aktivierbar. Ja, was soll das jetzt? Offenbar habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist ein bisschen doof jetzt. Aber es gibt tatsächlich eine Reihenfolge, eine bestimmte, in der man diese Schalter aktivieren muss. Und die erfährt man hier auf diesem Schild. Da steht nämlich, finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst, nur so öffnet sich das Tor. Genau, hier wird uns jetzt quasi so ein bisschen die Reihenfolge verraten. Wir sollen den untersten zuerst schlagen. Wir können nämlich sehen, dass die drei Schalter alle auf unterschiedlichen Höhen angebracht sind. Der da unten ist der unterste, der auf unserer Höhe ist der mittlere und der da hinten oben, das ist eben der ganz oberste. Wir sollen den untersten zuerst aktivieren und das ist jetzt noch gar nicht mal so ein mega ultra super Tipp, weil es jetzt immer noch zwei Möglichkeiten gibt, weil ich meine, es ist ja nicht wow, sehr gut. Das war exzellent. Es ist ja nicht gesagt, welcher der zweite Schalter ist. Es ist nur gesagt, dass der erste der unterste ist. Es könnte jetzt sein unten, Mitte, oben oder unten, oben, Mitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau die Reihenfolge ist. Also unten, Mitte und dann oben dürfte, glaube ich, die Reihenfolge sein, in der wir die aktivieren müssen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Und dann dürften wir weiterkommen. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon das hier fast abgeschlossen. Danach kommt, glaube ich, nochmal eine kleine Grabsektion. Aber danach dürfte es auch schon fertig sein, hier mit diesem Raum. So, passt's? Ja. Sehr cool, oder? Ich finde, das war ziemlich cool hier. So, jetzt dürfen wir hier durch und können hier uns wieder in die Erde graben. Genau, jetzt muss ich kurz überlegen, was uns das eigentlich bringt. Wo will ich eigentlich hin? Genau, von hier kommen wir. Das ist jetzt sehr kompliziert gemacht, finde ich. Von hier kommen wir und das Gitter ist ja momentan hier auf rot gestellt oder auf diese Seite zumindest. Und da will ich aber eigentlich hin, denn da hinten kann ich mich dann nochmal durchgraben, um dann, glaube ich, da zu dem Puzzle eben wieder zu kommen. Und um das zu schaffen, muss ich mich jetzt erstmal hier durchgraben, um eben wieder das Gitter andersrum auszurichten. Dann kann ich da durch und komme dann damit weiter. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber ist so. Und so wird es auch klappen. So. Okay, ich will jetzt hier die Bombe hier hinpacken und erstmal mir hiermit eine ab... Na, ich muss sie nochmal kicken, nochmal, schnell. Okay. Und mir hier jetzt erstmal eine Abkürzung verschaffen, weil ansonsten bringt mir das gar nichts, aber das ist nur mal eine Abkürzung. Aber ist auch nicht schlecht, denke ich. Zack, so. Jetzt muss ich die Bombe einmal nach links kicken. Dann hier einmal so außen rum. Ja, ihr seht schon, es wird hier wirklich viel von einem abverlangt, weil es sind schon, man muss schon hier einiges anstellen hier im Turm des Himmels, aber ist ja auch logisch, das ist ja auch der letzte Dungeon. Dann hier nach oben eben, dann kommen wir hier durch und können jetzt hier auf der anderen Seite eben das Gitter wieder in die andere Richtung ausrichten, indem wir den blauen Schalter drücken. Und damit kommen wir dann eben da auch gleich weiter, werdet ihr gleich sehen. So, zack. Okay.
Gut, dann wieder zurück. Und jetzt können wir dann eben da gleich nach oben und können dann damit eben auch gleich weiterkommen. Ich habe schon gesehen, dass da gleich irgendwie Totenköpfe rumlagen. Ich hoffe, das werden dann irgendwie keine bösen Gegner oder so werden, sondern es sind halt einfach welche, wo ich halt Sachen finden kann. Sehen wir gleich. Aber jetzt bin ich gespannt, weil jetzt dann gleich nochmal irgendwie wirklich ein Loch kommt, wie ich das vermute, wo ich dann mich nochmal sogar durchgraben kann. Ich glaube sogar, dass man hier nochmal gegen diesen einen Typen da kämpfen muss. Kommt hier irgendwas Böses raus? Nein. Nochmal gegen diesen, genau, hier ist nochmal was zum Durchgraben. Gegen diesen einen bösen Typen nochmal kämpfen muss, der immer da im Boden wartet, dieser hässliche Wurm da. Oder? Kommt er hier nochmal? Ja, sieht so aus. Okay, nochmal Zwischenboss. Oh Gott, es sind sogar zwei, um Gottes Willen. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich die beide gekillt habe. Aber sind die sogar? Oh, okay, sind beide schon hier. Ich dachte irgendwie, dass der andere auf der ganz anderen Seite wäre und gar nicht zu mir kommen könnte. Jetzt werde ich aber gleich gefressen. Ah, nee, okay, der untere ist blöd. Ah, schnell nach oben, Link. Okay. Stoße sich an. Nee, okay, der hat's gecheckt diesmal. Ja, das ist ja immer ein bisschen komisches Verhalten von denen immer noch, finde ich. Wann die, wenn sie in Rage sind, gegen eine Wand stoßen und wann nicht. Also ich glaube, das hängt damit zusammen, wie viele Leben sie noch haben. Ich glaube, wenn die nur noch ein Leben haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie gegen Wände stoßen werden, als wenn sie noch drei oder alle zwei haben. Blödsinn, zwei oder alle drei, so rum. Wollte ich eigentlich sagen. So, komm mal her, du Typ. Okay, rast du gegen die Wand? Nee, er ist klug, ja, seht ihr mal. Naja, okay. Also, die werde ich mir jetzt schnappen, oder? Ja, obwohl der ist jetzt mal. Oh Gott, ey. Ja, ich hasse die Typen wirklich. Ich mache es aber einfach so, das ist nämlich am besten, wenn er jetzt nämlich gleich nach rechts geht. Natürlich macht das jetzt nicht, aber ist auch okay, weil so kann ich ihn auch erwischen. So, zack, okay. Ja, wie gesagt, das könnte ein bisschen dauern hier, weil das halt echt nicht einfach gegen zwei von diesen Typen hier vorzugehen. Jetzt gehe ich mal wieder zu einem anderen, würde ich sagen. Ja, komm mal her, seh mich mal. Hallo? Ist der blöd? Ja, aber es ist so auch okay, ich erwische ihn so auch, okay. Ich glaube, ich mache mal den Felsen da weg, dass die beide dann auch in die Nähe voneinander kommen können. Das kann zwar auch fies sein, weil die mich dann auch einengen könnten, aber nee, passt schon trotzdem. So, jetzt das letzte Leben von beiden, wohlgemerkt. Ja, ich hätte den fast erwischen können. Mach mal so und jetzt zurück. Okay, und bam. Okay, sehr gut. So, dann noch der obere. Guck mal, ja. Na, aber jetzt stößt. Was macht der denn jetzt? Ja, was war das denn? Das war jetzt mega interessant. Okay, der geht auch noch rechts jetzt, ja. Das war jetzt, ja, das war jetzt super interessant. Der hat mich gesehen, ist aber in eine andere Richtung gegangen. Wieso das denn? Das war ganz komisch. Der hat gesehen, dass ich da rechts bin, ist aber dann nach unten geflohen quasi. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die sowas machen. Das ist sehr komisch, weil ansonsten, ich meine, wenn die mich sehen, war es ansonsten immer so, dass die direkt auf mich zugestürmt sind. Aber jetzt gerade eben hat er das nicht gemacht. Das finde ich seltsam. Aber naja. So, auf jeden Fall weiter geht's. Genau, jetzt sind wir wieder hier beim Puzzle. Das ich aber gar nicht mal verschieben will, glaube ich. Ich will es erstmal so lassen. Oder will ich überhaupt? Ich bin gerade am Überlegen. Wäre es sogar klüger? Ja, nee, passt schon. Ich lasse, glaube ich, erstmal so. Ist schon okay. Ich will aber auf jeden Fall die Abkürzung aktivieren. Hiermit nämlich. Na komm. So. Na, Link, kannst du bitte. Danke. Das ist auch nicht nur eine Abkürzung, das ist auch der weitere Weg sogar. Also zwei in einem sozusagen. Und das hier ist nämlich auch der Weg weiter, genau, okay. Jetzt kommen wir wieder zum Anfangsraum dann gleich zurück. Und ohne Fee, aber ich brauche eh keine, komm mal her. Ich habe meine Flaschen, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, sind noch alle voll und zwar mit ziemlich coolen Sachen gefüllt. Wie gesagt, was die ganzen Tränke noch bewirken, werde ich euch da noch zeigen. Deswegen wollte ich eben auch aus dem Dungeon raus, um eben dann mir alle Tränke nochmal zu holen. Auch die stärksten Missionen von allen Tränken, um euch eben nochmal zeigen zu können, wie die denn dann so wirken. Gut. Will ich hier irgendwas verändern? Ja, eigentlich auch nicht, weil ich meine, wenn, das haben wir ja schon gelernt, wenn einer am Rand ist, dann ist es immer eklig, den zu verschieben. Deswegen, ich lasse es erstmal so und werde erstmal jetzt einfach nur weitermachen, den nächsten Raum mal noch machen. So, was ist das für einer? Es fehlt noch, was fehlt eigentlich noch? Die Sandgaleone fehlt noch, das ist aber nicht die Sandgaleone. Das ist jetzt nochmal quasi der vierte Dungeon, und zwar nochmal der Höllenabschnitt. Denn das ist mir jetzt auch wieder eingefallen, den gibt es nämlich quasi zweimal, weil es gibt nämlich auch einen Zwischenboss eben in diesem Dungeon. Und warte mal, wo ist jetzt eigentlich Karte? Ich will. Ja, eigentlich ist eine Tür. Ja, nee, hier komme ich aber nicht durch. Ja, okay, das Problem ist nämlich, okay, ich habe den Dungeon. Nicht den Dungeon, ich habe den Raum hier von der. Hier komme ich ja her, ne? Von der falschen Seite betreten, leider. Glaube ich. Oder? Ja, habe ich. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ach, Mann, ey, so ein Quatsch. Das Problem ist, dass ich in den Raum von unten eigentlich kommen muss. Ja, das ist jetzt eklig. Ja, nee, weißt du was, dann werde ich es jetzt doch anders machen. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Das wusste ich aber nicht mehr, dass ich da von unten reinkommen muss, weil hier von der Seite kann ich da, glaube ich, offenbar nichts machen. Ich muss da wirklich von unten in diesen Raum rein. Okay, aber ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Raum von gerade eben, in den Feuerraum.
und werde dort dann nochmal ein bisschen was verschieben. Nicht hier in diesem Raum, aber wie gesagt, ich will nicht etwas verschieben, wenn der entsprechende Raum, wo ich gerade bin, an der Seite ist. Und wenn er in der Mitte ist, das ist auch nicht so toll, finde ich. Weil dann müsste ich das da alles so außen rum verschieben und das ist auch nicht so mega toll, muss ich zugeben. Und deswegen, ich will es am liebsten machen, wenn der eben in einer Ecke ist, wie jetzt eben es hier der Fall ist. Weil ich dann die größten Chancen habe, das zu bekommen, was ich haben will. So, und zwar, in den hier muss ich also von unten rein. Das ist aber okay. Das mache ich nämlich einfach hier so. Jetzt habe ich sogar hier so eine Endlosschleife quasi. Das ist auch ganz witzig. Und das blaue Triforce fehlt mir ja auch noch. Kann ich da jetzt irgendwie geschickt hin? Eigentlich noch nicht wirklich. Das mache ich dann auch einfach später erst, würde ich sagen. Aber ich will jetzt erstmal hier in diesen Raum rein. Das ist erstmal, hat jetzt erstmal Priorität, würde ich sagen. Und zwar eben von unten, wie gesagt. Den Raum hier haben wir ja auch schon erkundet. Oder haben wir? Ja, doch, genau, haben wir das. Oder was, warte mal, was war das überhaupt noch für ein Raum? Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war eigentlich. Oder haben wir den noch nicht erkundet? Doch, haben wir schon, ne? Ich bin gar nicht ganz sicher, was kommt jetzt eigentlich für einer? War das der Waldraum? Ach nee, es ist der. Jetzt bin ich falsch gelaufen, stimmt's? Ja, bin ich. Ich bin die andere Tür rein. Oh Mann, ey, das ist so ein Chaos. Ja, das tut mir leid, aber der Dungeon ist schon, der kann schon auch ein bisschen verwirrend sein, tatsächlich, mit diesem ganzen Puzzle-Verschiebegedöns da. Das ist schon gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, immer wo man jetzt herkommt und wo man rein muss und so weiter und so fort. Also, kann schon, wie gesagt, sehr verwirrend sein. So, hier will ich durch, genau. Und in welchen Raum komme ich jetzt überhaupt nochmal rein? Irgendwie, das ist jetzt komisch. Wo komme ich jetzt rein? Wo bin ich jetzt? Ja, doch, beim Waldabschnitt. Okay, passt schon. Okay, dann ist alles gut. Perfekt. Denn hier kommen wir auch einfach durch, richtig? So, und jetzt dann gleich sind wir eben in dem einen Raum von unten her aber. Und da wird jetzt dann gleich eben ein Zwischenboss auf uns warten. Denn wie gesagt, einen Endbosskampf gibt es in diesem Dungeon nicht, aber einen Zwischenboss schon. Und wir kennen ihn. So halb zumindest. Ist nämlich wieder der Piratenkapitän, aber der ist ein bisschen, naja gut, der sah damals auch schon nicht wirklich lebendig aus. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Er hat auch ein Elektroschwert, da müssen wir jetzt auch gut darauf aufpassen. Ich glaube, ich will ein bisschen mehr mit dem Schild sogar arbeiten. Er greift aber nicht an. Ja, dann greift er nicht an, ist auch okay. Oh Mann, ey. Ja, aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich ja ziemlich schlecht im... Ziemlich schlecht gegen den Anstieg angestellt und jetzt gleich wieder. Ich habe eigentlich mein Schild gerade eben noch ausgerüstet, aber ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft irgendwie. Auch ein bisschen blöd jetzt. So, macht er jetzt wieder eine Attacke? Aber er macht selten Attacken. Irgendwie. Jetzt macht er eine. Mach Schild. Boah, wie lange der gewartet hat mit seinem Schlag, habt ihr gesehen? Ich dachte, der wird schon viel früher zu schlagen. So, bam. Noch ein bisschen. Okay. Gut. Er ist eben schon abgezogen. Also der funktioniert im Prinzip genauso wie auch schon der andere. Ich glaube, er hat auch keine neuen Attacken hinzubekommen. Sein Unterschied ist halt, dass er eben ein Elektroschwert hat, das er benutzen kann, wenn er will. Mach Schild! Hey, warum funktioniert denn das eigentlich? Ich hau so oft mit dem Nunchuck in der Gegend herum, aber Link packt sein Schild einfach nicht aus. Er hat schon. Bam, shit. Oh Gott. Ja, okay, das ist tatsächlich ein Fehler. Ich stelle mich wieder so schlecht an, ich weiß. Aber jetzt habe ich dir wieder was Neues gelernt sogar. Bei der Attacke, wenn er die macht, sollte ich am besten irgendwie weggehen. Oder ich sollte es wirklich schaffen, die erste Attacke gleich... Na, shit, ich bin so schlecht. Die erste Attacke gleich abzukontern. Mit dem Schild eben. Weil ich ansonsten Probleme haben werde. Weil er eben manchmal, wie wir gerade eben gesehen haben, zweimal zuschlagen darf. Und wenn ich halt beim ersten Mal auf mein Schild einschlägt, einfach so, und ich es nicht schaffe, die Schildattacke zu machen, dann werde ich ein bisschen zurückgedrängt und kann danach nichts mehr machen. Deswegen, da muss man auf jeden Fall echt gut aufpassen. Oh Gott. Was macht denn der jetzt? Der ist ein bisschen wahnsinnig, ist er jetzt schon geworden irgendwie. Also ist schon schwieriger als damals, aber ist trotzdem noch ganz okay. Ich habe mich wieder ziemlich schlecht angestellt, ich weiß, aber ne, ist mir egal, wir haben es trotzdem geschafft. So. Damit darf ich darüber und kriege jetzt wollte ich eigentlich sagen, die einzige Truhe in dem Dungeon. Das ist ja nicht die einzige, denn wir haben ja am Anfang auch schon die Karte bekommen. Aber abgesehen von der Karte ist das hier die einzige Truhe. Und darin finden wir, habt ihr schon erraten, eigentlich kann man drauf kommen. Und zwar ist es ein Schlüssel, denn wir brauchen ja einen, weil wir ja schon eine verschlossene Tür gesehen haben, wo wir irgendwie hindurch müssen. Und das geht eben hier mit diesem Schlüsselchen. So, genau, jetzt hierdurch ist auch diese Tür hier offen. Und jetzt will ich nochmal ein bisschen was verschieben. Ja, obwohl verschieben ist ja jetzt eigentlich auch doof, weil ich ja gerade in der Mitte eben bin. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Also ich muss noch in dich rein und in dich muss ich noch rein. Warte mal, wie war das beim grünen Triforce nochmal? Wie sah der Raum da aus? Da kann ich aber in beide Türen rein, da ist egal, okay. Da ist aber kein Verschiebeding, aber das ist... Warte mal, kann ich beide auf einmal irgendwie machen? Ich kann einfach wieder hierhin zurückgehen vielleicht. Ja, aber das passt. Ja, doch, es würde passen. Okay, ich glaube, ich gehe einfach wieder hierhin zurück. In den Raum links unten wieder. Das ist mir eigentlich irgendwie am liebsten, muss ich sagen. Wenn ich das immer mache. Und dann eben von da aus verschiebe. Wie gesagt, wenn man in der Ecke ist, ist es immer am besten. Warum habe ich jetzt eigentlich alle Räume erkundet? Irgendwie? Ja, doch, passt schon. Genau, der fehlt noch dann. Und der eben auch noch. Und ansonsten war ich ja in allen drin, ne, und habe alle gemacht. Ja, okay, genau. Gut.
Hier komme ich auch wieder zurück, genau. Also wie gesagt, es fehlt eben noch der eine Raum mit dem Triforce des Mutes, ist glaube ich der grüne gewesen, ne? Genau, das ist auch der Höllenabschnitt quasi, also auch angelehnt an den vierten Dungeon. Also der kommt hier zweimal vor, der vierte Dungeon. Aber es kommt beide Male der Höllenabschnitt vor, nicht der Himmelsabschnitt, wenn man so will, wenn man es so nennen kann. Und das ist auch der einzige, der hier wirklich zweimal vorkommt, weil es eben ansonsten nicht wirklich aufging. Da ist übrigens wieder eine Wand, aber ich bin mal zu faul. Passt schon, ich habe eigentlich alles, was ich haben will. Ich meine, Herzen habe ich nicht voll, aber ist mir jetzt mal ziemlich egal. Passt schon. Und der andere Raum beim Triforce der Weisheit, das uns auch noch fehlt, das ist, glaube ich, dann noch der an die Sandgaleone angelehnt ist, glaube ich zumindest. Also so halb zumindest. Das ist eigentlich gar nicht wirklich Sandgaleon-mäßig, aber es ist halt auch wüstenmäßig. Also werden wir dann schon noch sehen. Gut, hier bin ich. Und jetzt will ich am besten beide auf einmal kriegen. Und das schaffe ich auch, indem ich nämlich jetzt hier wieder ein bisschen hin und her verschiebe. Und zwar, ja, ich habe es nämlich schon. Und zwar so, genau. Also jetzt dann der grüne Raum und dann eben noch der blaue. Und dann sind wir auch schon fertig. Gut. Dann hören wir auch genau in der Mitte des Dungeons auf. Ist auch ganz schön. Das ist auch übrigens so, sobald man alle Triforce... Warte, wo muss ich jetzt hin? Ich will nach oben. Also ich schaue in die richtige Richtung. Also hier hin will ich. Okay. Ist auch so, sobald man alle Triforce-Splitter eingesammelt hat, ist es so, dass man dann automatisch aus dem Dungeon wieder rausgewarpt wird, weil es gibt ja quasi keinen Ausgang. Also die einzigen Möglichkeiten, hier rauszukommen, sind eben über eine Vogelstatue oder Spiel ausmachen, wenn man will, oder halt eben... indem man alle Triforce-Fragmente einsammelt, dann kommt man auch raus. Okay. So, da ist es auch schon. Genau, da wollen wir hin. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch gleich, würde ich sagen, durch die Tür durch. Und gerade eben hatten wir einen Zwischenboss. Und jetzt kommt nochmal sowas Ähnliches. Also, denn das ist auch ein Kampfraum hier, wo wir gegen einige Gegner kämpfen müssen, was ich auch ganz cool finde eigentlich. So, ich will am besten über dich drüber rennen. Einfach. So. Dann. Ein bisschen verprügeln. Hoffentlich bin ich schnell genug, dass der schnell genug stirbt. Okay, er stirbt schon, genau, perfekt. Also einfach auf den häufig draufklatschen, dann... Ja, natürlich. Dann stirbt er eh... Ja, nein! Ach, Mann. Dann stirbt er eh schon. Weil die, also die haben zwar schon einige Leben, aber ich habe das Masterschwert. Und das ist halt ziemlich stark. Deswegen am besten drüber rennen. Wir sind draufschlitzen. So. Und dann stirbt er auch... Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, und dann stirbt er auch schon. Sehr gut. Und du... Ich will dich aber haben diesmal. Der fällt auch nicht runter. Gut. Wir können auch hören, wir dürfen zwar weiter, aber die Musik hört noch nicht auf, die ist immer noch böse. Und das ist nie ein gutes Zeichen, denn es kommen noch mehr Gegner. Ich glaube, ein Stahlmeister kommt jetzt nämlich auch noch gleich, oder? Ah nee, okay, erstmal noch nicht. Erstmal kommen noch normale Gegner. Das ist jetzt auch ein bisschen nervig, ich will auf jeden Fall Bogen haben, schnell. Oh Gott, ey. Ja, hier sind jetzt nämlich viele, viele böse Gegner. Und zwar hier überall, wie wir sehen können. Die wollen mich jetzt alle abballern, deswegen am besten die schon vorher umbringen. Und bam, Headshot, sehr schön. Und habt ihr mich bemerkt? Nee, der ist blöd. Man, die sind ja auch ein bisschen hohl, oder? Die merken um sich herum, dass sie alle sterben, ihre Kumpel, aber trotzdem machen die nichts. Naja, jetzt haben sie mich doch bemerkt, aber ist okay. Ich habe ja schon die meisten von ihnen umgebracht. Da ist noch ein Falltypi, den ich noch tot sehen will. Stirb mal. Da ist doch nochmal einer irgendwo, glaube ich, oder? Genau, da oben ist noch einer. Auch ziemlich fies. Stirb. Und, naja, das noch, den habe ich jetzt fast nicht gesehen. Okay, jetzt kommen auch hier solche Typen. Ja, Hallöchen. Okay, aber ich meine, die sollten ja jetzt dann doch machbar sein, denke ich. Bam. Ich mache am besten immer aufgeladen. Ja, am besten sogar aufgeladene Wirbelattacken. Wenn ich das schaffe, ja, okay. Heftig. Okay, eine aufgeladene Wirbelattacke, mit der ich sogar zweimal getroffen habe. Hat den ziemlich fertig gemacht, würde ich mal sagen. Nicht schlecht auf jeden Fall. So, hallo, du Kollege. Hallo, bemerkst du mich bitte? Bam. Okay, eine... Nein, geh weg. Eine reicht aber nicht ganz aus. Ich brauche jetzt noch einen weiteren Schlag und dann stirbt er. Okay, also eine voll aufgeladene Wirbelattacke und noch ein weiter... Okay, und die Wirbelattacke muss auch zweimal treffen. Und dann noch einen Schlag und dann stirbt er schon. Okay. Das war auch schon alles hier, glaube ich. Ich glaube, mehr ist hier auch wirklich nicht mehr, außer halt die Kämpfe gegen die Typen. Okay, deswegen gehen wir auch gleich weiter. Oder? Ja, hier ist noch ein Totenkopf, aber ist nichts drin. So, und jetzt kommt aber, glaube ich, noch ein Stahlmeister, den wir killen müssen. Ja, das sieht so aus. Da ist er nämlich. Hallöchen. So, und der ist ja gar nicht so einfach. Der hat jetzt auch ein bisschen Unterstützung von Zombies, wo ich auch drauf aufpassen will. Auf jeden Fall, weil die können auch sehr im Weg sein. So, am besten wieder sowas machen, weil das macht halt echt mega viel Schaden. Ich habe euch ja im vierten Dungeon, wo wir gegen den Original gekämpft haben quasi, habe ich euch ja alles mögliche gezeigt, was man gegen die so machen kann. Jetzt werde ich einfach versuchen, ihn schnell zu killen. Nur mit aufgeladenen Wirbelattacken und die in die richtige Richtung machen, dann kann man dem echt mega viel Schaden machen. Und das ist auch schon eigentlich ganz gut machbar, immer zu erkennen, wie er seine Schwerter hält. Und selbst wenn er es mal verkacken sollte, man kann auch schnell genug weggehen. Deswegen ist kein Problem. Zombie, du bist übrigens... Wäh! Seht ihr das? Das sieht ja voll eklig aus. Bei dem läuft sogar die Spucke runter. Habt ihr das gerade gesehen? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja voll eklig. Okay, aber ich glaube, jetzt werde ich normale Hiebe machen, weil wenn nur noch eine Öffnung da ist, dann ist es schon komplizierter, finde ich, zu treffen. Ja. Deswegen jetzt werde ich keine Wirbelattacken machen, sondern nur normale Schläge. Okay. Mit der Stechstrahlattacke. Das sah jetzt auch ganz cool aus.
Na, okay, ich wollte eigentlich eine Wirbelattacke machen, die andersrum geht, aber hat auch gepasst. Ich mach doch Wirbelattacken, weil es schneller geht. Ja, da gehe ich jetzt aber weg. Nein! Lass mich in Ruhe! Geh weg hier. Okay, puh. Also ich könnte, wie gesagt, auch mit vielen anderen Techniken arbeiten. Mit Schildattacke, oder ich kann auch eine Bombe auf ihn werfen, dass er eben seine Schwerter fallen lässt. Habe ich euch auch gezeigt alles, aber einfach Wirbelattacken machen. Aufgeladene, in die richtige Richtung. Es geht eigentlich am schnellsten, macht am meisten Schaden. Und dann ist der Typ eigentlich auch kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Nein! Na, shit, okay, ja, gut. Also, ja, man kommt nicht immer schnell genug weg. Manchmal ist man auch zu langsam. Aber es ist trotzdem die beste Taktik, finde ich. Das immer so zu machen, wie ich jetzt hier eben. Nein, ja, okay, jetzt wird aber fies, weil jetzt endet er seine Schwerter. Die Ausrüstung seiner Schwerter sehr schnell. Aber ich kann trotzdem noch einiges treffen. Okay, und passt. Gut. Und da rutscht er raus. Also, seht, eigentlich ist der Typ echt kein Problem, wenn man weiß, wie es einigermaßen geht. So, Fee, ich will dich haben. Yay. Gut. So hätten wir das auch. Und damit kriegen wir dann auch schon das zweite Triforce-Stück hin. Und hier, das finde ich ein bisschen komisch. Irgendwie hier ist das Triforce der Weisheit. Ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn hier das der Kraft wäre. Weil ich meine, wir kriegen das Triforce der Weisheit dafür, dass wir einen Raum gemacht haben mit vielen Kämpfen. Da wäre irgendwie das Triforce der Kraft da sinnvoller gewesen. Und das Triforce der Weisheit eher an einem Ort, wo man halt viele Rätsel lösen muss oder so. Naja, verarscht. Okay, komm her. Yay, du hast das Triforce des Mutes erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sammle ein weiteres Artefakt, um das Triforce zu vervollständigen. Oh yeah. Und das, haben wir dafür noch Zeit? Ja, wir können vielleicht noch... Ja, ich weiß, schaffe ich den nächsten Raum nochmal gucken? Ja, vielleicht werde ich auch den Part ein bisschen länger machen. Also ich werde auf jeden Fall das Triforce-Stückchen, das letzte, nicht mehr einsammeln. Weil ich glaube, wenn ich das... Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da so hin, ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt nämlich einsammle, dann werde ich eben wieder rausgeportet. Und ich glaube, dann kommt noch eine ewig lange Cutscene, glaube ich zumindest. Wo noch viel passieren wird. Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich quasi schon beim Finale so ungefähr. Und deswegen, da wird dann noch einiges passieren auf jeden Fall. Storymäßig. Und deswegen... Was will denn Fire jetzt? Und deswegen, ich werde es dann nicht mehr einsammeln, aber wir können vielleicht noch hingehen. Mal gucken. Bitte Siegebieter. Ja, stimmt, okay, sie sagt mir, dass es da ist, richtig? Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Nairu. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ach, habe ich mich getäuscht? Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Ach, ich habe mich getäuscht. Das gerade eben war das Mutes, echt? Okay, ich habe mich getäuscht. Dann passt es doch besser. Lenke deinen Blick in diese Richtung. Dort befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Dann passt es doch ein bisschen besser. Weil ich meine, Mut passt, also Kraft passt zu kämpfen natürlich immer noch besser, aber das ist okay, weil hier muss man jetzt wirklich... Also ich finde, der Raum ist auch verdammt cool, weil hier gibt es auch ziemlich coole Rätsel, die man jetzt lösen muss. Und hier kriegen wir eben dann das noch der Weisheit. Und das war offenbar das Mut ist. Okay, umso besser. Gut. So, wie gesagt, hier gibt es noch ziemlich coole Rätsel in... Ach komm schon, in diesem Raum. Das ist auch einer meiner Lieblingsräume hier aus dem Turm des Sims. Aber ich finde eigentlich nahezu jeden einzelnen Raum cool, weil die haben echt alle nochmal... Richtig schöne Rätsel und auch keine einfachen Kämpfe gegen echt starke Gegner. Ich meine, das ist ja auch der letzte Dungeon, wie gesagt, ja. Aber trotzdem, ich finde das, wie gesagt, ich mag den Dungeon echt total gerne, weil eben nochmal so ein Best-of ist von den ganzen Dungeons, auch mit den coolsten Rätseln nochmal und das ist echt verdammt cool. Und hier auch wieder Kugel der Zeit ist natürlich immer cool für Rätsel. Das muss ich erstmal überlegen, was ich damit jetzt eigentlich machen muss. Das ist nämlich nicht einfach, jetzt das herauszufinden überhaupt. Ich glaube, ich sollte erstmal hier ein bisschen entlang jumpen mit dem Ding. Also wir können auf jeden Fall sehen... Da ist ein Enterhakenpunkt. Ich will also auf jeden Fall dieses Gitter da wegschaffen. Okay. Und das schaffe ich, indem ich erst ein bisschen was anderes anstellen muss. Ich will, glaube ich, dich erstmal... Wie war das nochmal? Ich muss das selber nochmal... Ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau ging hier. Ich muss nochmal selber überlegen. Genau, ich glaube, ich will den erstmal hier abstellen. Also immer bei solchen Bodenmarkierungen den abzustellen, ist keine verkehrte Idee. Weil da oben habe ich jetzt nämlich irgendwas aktiviert. Und ich will jetzt hier wieder kurz zur anderen Seite zurückgehen, wieder da nach oben, wo wir die Kugel der Zeit gerade eben überhaupt mitgenommen haben. Denn da kann ich jetzt, glaube ich, dann mit dem Pfeil gleich durchschießen und kann dann da irgendwie was aktivieren, womit ich dann eben weiterkommen kann. Werden wir gleich sehen. Ich glaube, die Felsen haben sich auch genau so angeordnet, dass da eine Lücke entstanden ist, durch die ich ihn durchschießen... Ja, okay, nee, gar nicht. Ich dachte jetzt, ich müsste hier durch diese Lücke da durchschießen, durch die da, aber nee. Ich muss einfach hier hinschießen, aber geht auch. Zack. Wir können was aktivieren, und zwar dieses Gitter hier. So. Ja, jetzt muss ich überlegen. Wie das jetzt nochmal genau war. Ich habe auch schon gesehen, dass hier rechts ist so ein Ventilator wieder. Mit dem kann ich hindurchschießen. Und zwar hier drauf. Weil hier wird dann nämlich auch wieder ein Schalter rauskommen. Ich will also auf jeden Fall nicht, dass die Kugel der Zeit hier in der Nähe von dem Schalter ist. Genau, oder von dem Ventilator. Weil ansonsten dreht sich die ja erstmal und hier ist auch noch ein Felsen im Weg. Also das will ich auf gar keinen Fall. Aber ich will trotzdem das Ding mal mitnehmen. Und will... Ja, weil hier ist nämlich...
Ja, ich glaube, hier wird dann irgendwas auftauchen. Ich will es auch mal mitnehmen, weil ich komme nämlich anders gar nicht rüber, weil nämlich hier überall Sand wäre und das wäre eine zu lange Strecke. Deswegen, ich muss hier auf jeden Fall schon die Kugel der Zeit trotzdem mitnehmen. Und hör mal auf, die fressen zu wollen, da das ist meine. So, kommt auch noch eine goldene vielleicht wieder mal. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So, und die frisst aber auch danach. Nee, das ist meine, wie gesagt. Stopp mal bitte. So, dankeschön. Okay. Und hier ist ein Schalter, richtig. So, und ich will jetzt die Kugel der Zeit am besten hier so hinlegen, trifft die, genau, hier hinlegen, dass eben, aber das Felsen, das wird trotzdem getroffen, okay, das ist das Problem, dass dieser Felsen hier quasi durch die Wand geht und ich muss also die Kugel der Zeit dann am besten sogar hier in der Mitte ablegen, genau, sodass ich eben trotzdem noch auf die andere Seite komme, aber der Felsen eben nicht in der Vergangenheit ist und nicht nach draußen kommt, sodass ich eben hier den Schalter aktivieren kann, indem ich mich draufstelle, auf dem muss ich auch stehen bleiben, auf dem Schalter, und dann kann ich hier durchschießen, das hier treffen, so. Und kann damit das Gitter aktivieren, wo ich auch hin will. Sehr cool. Okay. Und damit sind wir schon fast fertig hier. Also, hat mir auch nochmal sehr gefallen. Wie gesagt, aber hier die Rätsel im Turm des Himmels, wie gesagt, sind ja auch richtig cool. Die gefallen mir echt sehr, 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 muss ich sagen. Okay. So, dann jetzt noch am besten einfach... Also, ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich diese Plattformen da sind, weil die braucht man eigentlich gar nicht. Ich werde mal noch kurz übrigens den Typen da killen, einfach so, weil ich es kann. Weil, wenn der hier schon rumschiebt, will ich den, glaube ich, auch schon noch umbringen. So, zack. Was war das denn jetzt? Ich habe doch zurückgeschleudert. Okay. Das war jetzt komisch. Ich glaube, die ist da unten irgendwie gegen den Boden, gegen die Plattform da gestoßen oder so. Das war jetzt sehr seltsam. Keine Ahnung. Naja. So, wie gesagt, ich werde die mal noch schnell töten. Ist zwar völlig egal eigentlich, aber ich mach's trotzdem. Bam. Und bam. So. Und nochmal schießen, bitte. Ja, ich mach's mit dem Schwert. Das ist cooler. Zack. Yay. Und stirb. Und. Yay, ich habe noch bekommen. Das war's wert. Gut, dann. Ja, am besten einfach wieder zurück nach oben mit der Kugel der Zeit und dann die gleich auf jeden Fall da noch in die Nähe werfen von dem Ort, wo das letzte Triforce auf uns warten wird, weil da ist noch eine Wand im Weg, die ich nur wegbekomme in der Vergangenheit. Deswegen, ich muss auf jeden Fall schon den Stein der Zeit da in der Nähe deponieren. Und da unten sind sogar noch weitere Gegner, aber die werde ich jetzt mal in Ruhe lassen, das ist mir jetzt ziemlich egal. Ich muss ihn auf jeden Fall hier so irgendwie hinschmeißen, dass ich eben dann da gleich durch kann, werden wir gleich sehen. So, hier rüber, zack, sehr schön. Weil ansonsten nämlich hier wieder eine Wand im Weg wäre, aber in der Vergangenheit komme ich da eben durch und kann dann zum letzten Triforce-Stückchen. Das werden wir aber erstmal nächstes Mal machen, würde ich sagen. Denn das war's mal für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword im Heldenmodus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird, wenn wir noch den Dungeon abschießen werden, das letzte Triforce-Stückchen bekommen werden und somit die unendliche Kraft erhalten werden, dass wir uns alles wünschen können, was wir irgendwie wollen. Und es wird auch sehr viel anderes Zeug passieren, also beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall sehr spannend werden. Das könnt ihr mir glauben. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.